Willkommen! Achso, ja, danke. EG-Rezeption, S1-Verkauf, S2-Personal, achso, Etage, Produktion, Büro des Intendanten. Okay. Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 35274. Ich gewinne doch eh nicht. Mal sehen, ob du Glück hast. ID-Nummer, was war das denn nochmal genau? Ist das diese eine Nummer, die wir halt hier immer hatten? Diese, genau, der ID-Nummer. Ah, stimmt, das heißt einfach, umso mehr Pokémon ich halt fange, umso, naja, wahrscheinlicher ist es halt irgendwie, dass ich, ja, eine andere ID-Nummer habe. Ja gut, also was man halt echt machen könnte, um halt hier zu gewinnen, wäre jedes Mal, wenn man Pokémon fängt oder generell tauscht, die ID-Nummer aufzuschreiben und dann zu gucken, oh, ob ich die jetzt habe, aber, ja. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Pokécom, um überall und zu jeder Zeit Radio zu hören zu können. Möchtest du... Oh, ich kann doch keine Quiz, ich habe doch keine Ahnung von Pokémon. Kannst du dir auf dem Pokécom die Karte anschauen? Ja. Richtig, Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Nein. Ja, eigentlich schon, es gibt ja da Nidorino. Korrekt, Frage 3. Benötigt Kurt der Pokémon-Schmied Aprikoko? Ja. Hä? Ach so, das Aprikoko war falsch geschrieben, oder? Ach, ich bin so doof. Ich dachte jetzt gerade, hä, es steht doch Aprikoko da, weil ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht habe, wie man das schreibt. Alter, die Frage ist echt ein bisschen doof, ganz im Ernst. Ja, das kann man. Sind die Fragen eigentlich aber ab und zu anders oder sind die immer gleich? Aprikoko, der ist halt echt ein bisschen doof. Das ist genauso wie bei Wer wird Millionär. So weit, so gut. Frage 4. Kann Carpador keine TM-Tacken erlernen? Nein. Kann Carpador keine TM-Attacken lernen? Klar kann er TM-Attacken lernen. Ach so, eigenständig kann er das halt lernen, aber ich glaube, ich kann ihm nichts beibringen, oder? Oh, ich habe doch keine Ahnung von Pokémon, Mensch. Zum Glück kann man halt generell das Quiz ja auch öfters halt machen. Ohne, dass man jetzt halt irgendwie einen Nachteil hat. Alter, von ein paar Fragen 2 direkt falsch, ne? Das ist halt echt peinlich. Das darauf hätte ich selber kommen können und halt was mit Carpador habe ich ja keine Ahnung, das weiß ich nicht. Keine TM-Attacken lernen. Hier nun die letzte Frage. Professor Eis zum Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser... Marianne... Ist sie nicht Marie oder sowas? Alter, ich habe mir das irgendwann vor einer Woche oder sowas mal angehört gehabt. Da war einmal kurz der Name drinne. Da habe ich jetzt auch echt nicht drauf geachtet, weil ich bisher nicht dran gedingst habe. Ja, das sind jetzt alles billige Ausreden und sowas, ich weiß, aber trotzdem. Von 5 Fragen 3 falsch, ne? Das ist halt auch echt. So. Ach, jetzt habe ich die falsche. Oh. Ja, und laber doch nicht so viel vor dem Quiz. Wenn du mir generell schon die Frage gestellt hast, ob ich einen Quiz machen kann, dann brauchst du mir auch nicht immer schon wieder alles voll labern. So. Ja. Nein. Ja. Nein. Bingo, richtig, Glückwunsch, hier hast du deinen Preis, dein Radiomodul. Boah, das war jetzt wohl gerade nervig as fuck, ey. Du kann jetzt auch als Radio, ach, der Pokémon wird jetzt auch als Radio verwendet werden. Hör dir bitte unsere Shows an. So, jetzt haben wir nämlich hier das Ding. Amargit hieß die, genau. Was haben wir noch so? Also wir haben halt hier zum Beispiel einmal den Pokémon-Talk von Eich.
Rockmusikprogramm. Ich bin's, Dr. Ben. Es ist Montag. Entspann dich beim Pokémon Schlaflied. Nicht, dass ihr jetzt wirklich wegpennt. Glückskanal. Yeah! Wie geht es euch nun? Geht es euch gut oder geht es nicht? Die Glückseich. Ach so, das war der Scheiß. Wäre auch schon mal gehabt. Mehr Radiosender gibt es nicht. Ich glaube jetzt, wenn wir halt so jetzt einfach damit rumdingsen. Ich gehe mal kurz raus, ob das dann immer noch da ist. Achso, ich müsste dann die Musik mal neu einstellen. Aber ne, rein theoretisch, wenn ich halt auf irgendeiner Route bin oder sowas und ich habe mal Bock auf andere Musik habe, dann kann ich das Radio auf jeden Fall einschalten. Und ich weiß ja nicht, ob es irgendwo noch andere Programme gibt. Das kann natürlich gut sein. Also je nachdem, wo ich halt bin. Ich liebe Margit von Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Nenn mich sein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Das ist aber süß. Oh, guck mal, ein Pummeluff. Pummel. Ist das deins? Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Alter, geh weg. Also das heißt, rein theoretisch dürfen jetzt meine ganzen Pokémon gerade einfach wegpennen. So, wer bist du? Du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Ich darf nicht weiter hoch. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Was stimmt denn mit dem nicht? S1 Verkauf. Professor Eis, Pokémon Talk, die beste Show am Äther. Die haben wahrscheinlich der Pokémon Magazin, der Pokémon Freund, Pokémon Handbuch, Pokémon Schaubild. Ah, mit Klärchen, und da dürfte wahrscheinlich auch das gleiche draufstehen. Mensch, ich brauche hier, glaube ich, echt eine Stunde, um generell alles zu erkunden, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr es okay findet, weil generell, ich glaube, andere Leute, die Pokémon Let's Play machen, die hängen sich, glaube ich, nicht so ausführlich wie ich an dieses Let's Play dran. Aber ich möchte auch irgendwie mit allem reden, weil irgendwie gehört das einfach bei Pokémon-Spielen dazu für mich. Ne? Es soll einen neuen Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends finden. Der ist auch voll versteckt hier alles. Behandelst du dein Pokémon gut, wird es dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Carpador sehen. Es ist sehr süß. Hast gehört, Niklas, du bist süß. Wenn ich meine Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Okay. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum ich meine Pokémon nicht mögen. Also das heißt, umso öfter ich verkacke mit einem Pokémon, umso weniger sollte ich ihn eigentlich einsetzen. Die Welt ist ein Radweg, Fahrrad... Alter, hier ist der Laden. Wie dumm bist du eigentlich da oben? Hallo? Oh, ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und Werbung... Ja, natürlich. Ja, großartig. Bitte gib mir einen Namen und Nummer, dann leihe ich dir ein Fahrrad. Cool. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie auch überall fahren. Nice. So, und was ich jetzt natürlich auch machen werde direkt, weil das habe ich ja immer gemacht, weil man hat ja die Möglichkeit, das Fahrrad als Wahl einzusetzen. Das hätte ich ja vorher mit der Angel gemacht. Aber das Coole ist... Oh, habe ich die Musik vermisst, ey. Oh, habe ich die Musik vermisst. Man ist einfach so fucking schnell. So, by the way, Tübi, hier, ich hab ein Fahrrad. Wahrscheinlich geht euch die Musik irgendwann auf den Sack, ne, weil ich das Fahrrad sehr, sehr oft benutzen werde. Aber da ist Feature passend. Hier ist auf jeden Fall auch eine Arena, sehr schön. Was haben wir hier noch? Okay, das war's dann eigentlich auch schon groß an Häusern. So, der Plan ist jetzt halt natürlich in den Untergrund und dann gucken wir, ob ich die Arena auch mal direkt mal betreten kann. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Das hatte ich, glaube ich, bisher auch schon einmal, aber... Ne, ich bin ja auch immer so einer, der den ganzen Weg wieder zum Pokémon Center zurückläuft. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musste es in einem Pokémon Center oder mit einem Item heilen. Ein gesundes Pokémon? Es gibt doch kranke Pokémon?
Ah, Julian ruft mal wieder an. Hallo, guten Abend. Ich bin's, Julian. Hast du eine Minute Zeit? Mein Radfahrt sieht toll aus. Ich wünsche, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Hot-Hut-Hut-Hut-Hut zu besiegen. Ich muss mein Tier verstärken. Alter, wann rufen mich denn endlich mal an, damit sie mit mir kämpfen? Also, momentan würde ich halt eh nicht den Weg zu denen zurückgehen. Einfach nur, weil es mir eh zu weit weg wäre, aber... Weil hier ist ein Blumenladen, lieben Schatz. Als sich den laufenden Baum auf der Route 36 goss, ist er aufgesprungen. Ich glaube, es ist ein Pokémon. Aber es bedarf eines Arena-Leiters wie Bianca, um es zu besiegen. Okay, ich erinnere mich ganz vage. La 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 la. Du hast Wasser, mein Hübsches. Da hast du Wasser, mein Hübsches, okay. Na gut, dann will ich keine. Ich wollte jetzt irgendwie Blumen kaufen oder sowas, aber irgendwie. Gibt's ja auch schon Trainer. Ah, Tatsache, okay. Ich hab halt im Sinn, dass es halt irgendeine Arena gab, wo halt am Anfang nur keiner drin ist. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich der Wahrheit spricht oder ob ich ja gerade wieder Scheiße laber. So, wie bist du denn? Hallo, ich bin dein Namenbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich einen Namen bewerten? Bewerte mal Lumpy. Lumpy, das ist kein schlechter Name. Aber überlege dir einen besseren Spitznamen. Soll ich hier meinen Namen... Nein! Hier ist der Namenumbenenner, sehr schön. Den Typen meinte ich, by the way. Cool. Na, was steht denn da? Namenbewerter. Möchtest du deine Spitznamen bewerten lassen? Und Untergrundeingang. Achso, hier ist der andere Untergrundeingang. Ja gut, dann haben wir jetzt hier eigentlich schon so gut wie alles abgeschlossen. Dort oben will ich doch nicht lang gehen. Ich glaube, ich mache auch erst den Untergrund, bevor ich in die Arena gehe. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich gehe aber auch, by the way, unten rein. So. Einfach weil ich hier immer lang gegangen bin. So, ich werde auch, by the way, jetzt hier einfach mal abspeichern. Habe jetzt gerade viel zu lange nicht mehr gespeichert. So. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen, habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Ich wollte jetzt gerade irgendwie so eine Sim-Stimme machen, aber passt das voll nicht zur Musik. Ein Streber, der Ramon. Hallo Ramon, du möchtest kämpfen also? Schleimer. Habe ich Niklas als... Ja, ich habe Niklas an erster Stelle. Tackle Niklas! Okay, es macht immer noch sehr, sehr wenig Schaden. Okay, was ich glaube ich echt mal machen sollte. Gift-Pokémon. Ich glaube, dagegen war Chris gut, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Wenn wir auf jeden Fall jetzt ziehen. Oh, doch nicht. Alter, es macht trotzdem so... What the fuck? Also liegt das jetzt gerade noch nicht mal am Carpador. Ja, dann werde ich das jetzt mal gerade eben einschläfern. Ich weiß so gerade gar nicht, ob jetzt irgendwie Fluch lohnt. Ich glaube, ich greife jetzt einfach die ganze Zeit mit Schläger an. Boah, wenn das halt echt scheiße wenig Schaden macht, wieso auch immer. Ah, mir wird gerade so warm. Draußen ist es irgendwie, weiß ich nicht, draußen ist es irgendwie gefühlte 15 Grad. Und trotzdem ist es aktuell hier in der Wohnung immer so warm. Obwohl ich mein Fenster auf habe. Ich weiß noch nicht, was wieso. Weil so krass heizt mein Rechner, glaube ich, gar nicht. Gesagt, das Gehäuse ist halt immer kalt. Generell, innen drin ist doch immer alles kalt. Ich weiß gar nicht, ob mein Rechner halt irgendwie als Heizung agiert oder sowas. Aber es war auch krass jetzt, generell, ich hatte mal einen PC gehabt vor, ich weiß nicht, vor 5 Jahren oder sowas. Da war der Lüfter halt mal kaputt und das habe ich halt nicht wirklich gemerkt. Aber der ist auch nicht irgendwie ausgefallen oder ähnliches. Da konnte ich wirklich meine Hand aufs Gehäuse legen. Und damals, ne, vor 5 Jahren oder sowas, habe ich halt, ne, nicht so drüber nachgedacht, von wegen, ja, der muss schon so heiß sein. Das hat mich halt einfach nicht geschert. Hand drauf getan und das war so scheißen heiß. Und ich dachte mir so, what the fuck? Fand ich halt doch schon damals ziemlich krass, weil ich setze jetzt gerade mal bei den Dingens ein. Ja, und seitdem versuche ich ja generell auch immer, ne, wenn ich einen PC kaufe, halt, ne, dass er immer einen schönen guten Lüfter drin hat oder sowas. Weil ich halt immer Angst habe, dass der irgendwie überhitzt oder sowas.
Und das ist ja generell der Tod eines PCs. Auf jeden Fall gut, dass es keine Wirkung hat, by the way. Und gerade nochmal so unbewusst meine Nase ausgestuft. Oh. Ach, by the way. Achso, ich wollte jetzt eigentlich gerade Mom anrufen. Meine Mom, damit ich das Geld nicht mehr spare. Ich glaube, das mache ich gerade mal eben. Mittlerweile hat sie jetzt gerade genug gespart fürs Erste. Aber momentan brauchen wir ja wieder Kohle. Hallo! Oh, hi! Vater Barbein, du bist in Dukat der City. Ist doch nicht ein Radioturm? Hast du schon nachgesehen? Nebenbei, du hast 1700 gespart. Willst du weiter sparen? Nein. Okay, ich höre auf, dein Geld zu sparen. Du mach weiter so. Ich drücke dir die Daumen. Ah, alles klar, schön. Ja, weil hier stehen, glaube ich, generell auch wieder ein paar schöne Trainerkämpfe bei uns bevor. Meine Pokémon. Okay. Meine Pokémon kommen gerade vom Coiffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Was ist ein Coiffeur? Oder Coiffeur? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ein Pokémaniac, Takao, möchte kämpfen. Ein Schlurp. Wie die Zunge bei diesem Pokémon einfach viel größer ist als er selber. Das finde ich halt generell ziemlich lustig. Alter, wie wenig Schaden Niklas einfach macht. Oh, der haut mich jetzt fast hier kaputt, obwohl ich Level 15 bin. Ach komm. Lumpi sollte ich jetzt generell einfach mal auch mal weiter leveln. Ah, ich steht sogar kurz vor 19. Ist das gut gegen das Pokémon? Ich weiß es nicht. Nope. Aber es macht gut Schaden. Generell, Schlurp ist, glaube ich, generell auch ein Pokémon, welches sehr, sehr viele HP besitzt. Wahrscheinlich deswegen auch schwer zu killen ist. Wow. Hier kann ich auch. No. Die Paipeda. Arg. Ach, by the way. Hi. Ich glaube, dass ich lieber fair spielen sollte. Als ob. Deine Pokémon mögen dich mehr, wenn du sie zum Kopf. Was zum Fick ist dein Kopf hier? Ah, wir haben den Münzkorb gefunden, Freunde. Sehr schön. Ja, sonst ist hier alles leer. Okay, hier gibt's auf jeden Fall noch zwei Trainer. Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärke deiner Typen kennst, hast du viele Vorteile. Streber Rolf? Hallo Rolf? Okay, ein Magnetilo. Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich jetzt das Pokémon benutze. Ich glaube generell, Pflanze war nicht gut gegen Donner, ne? Ich weiß es nicht. Wasser war scheiße gegen Donner auf jeden Fall. Pflanze dann glaube ich auch. Ich habe keine Ahnung. Flug auf jeden Fall. Ich setze jetzt einfach mal Niklas gerade einfach mal ein, um das einfach mal kurz auszuprobieren. Das eventuell was bringt. Okay, das bringt schon mal nichts. Ja gut, aber ich glaube, ich werde es generell jetzt einfach wie Chris jetzt kaputt hauen. Einfach mal kurz Fluch benutzen. Autsch. Ja, obwohl, Fluch ist halt echt eigentlich eine doofe Attacke, finde ich. Gerade wenn ich mich dauerhaft selber fast töte hier. Besonders gegen so einen Level 7 Gegner, da habe ich das halt eigentlich echt nicht nötig. Ja, da kann man eigentlich den Trank eben fix benutzen. Ein Donner-Pokémon fehlt mir, glaube ich, auch noch für meine Sammlung. Donner-Pokémon mochte ich eigentlich auch mal ziemlich gerne. So. Ja, ich hätte, glaube ich, am Anfang einfach kurz Hypnose immer benutzen sollen. Generell, wenn ich Chris benutze. Und bye-bye. Für 66 EP. Einen Trank benutzt.
setzt Voltoball ein. Okay, Voltoball ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt nicht so krass. Okay, setzt jetzt nochmal Niklas davor ein. Kann das sein, dass der jetzt Level... Okay, der ist sogar Level 11. Weil ich weiß halt nicht, zwischen Voltoball und Magnetilo gab es ja generell immer so verschiedene Dingens, weil... Dingens vor allen Dingen, verschiedene, ja, Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich halt Tackle gegen Magnetilo benutze, ist es halt, ne, nicht effektiv, aber gegen Voltoball ist es halt, ne, normal halt. Also, ich mache da halt Schaden, ohne dass es jetzt nicht effektiv ist. Also, werde ich jetzt auf jeden Fall sehen, ob das halt gut ist gegen Donner-Pokémon. Probieren geht... Ja, okay, es geht. Probieren geht über Studieren, Freunde. Und Level 19. Ja, ich glaube, das Magnetilo ist wahrscheinlich jetzt nicht Level... Okay, ist Level 7. Gut. Hat sich das Wechseln jetzt gerade gar nicht gelohnt. Hä? Ja, okay, also Magnetilo war halt generell mir schon immer ein bisschen sehr, sehr suspekt. Auch wenn er halt aus Eisen etc. besteht. Also aus Metallen und Magneten. Ja gut, also Pflanzen können halt jetzt nichts wirklich gegen das Zeug halt ausrichten, aber... Na, ich glaube, ich habe momentan kein Pokémon, welches halt überhaupt Magnetilo gut Schaden machen würde. Weil selbst hier normale Attacken. Also es zählt halt wirklich so wie ein Kleinstein im gewissen Sinne. Oder ein Onix. Oh, what the fuck? Ich habe aus Versehen meine Dingens-Taste gedrückt. Weil ich habe ja Windows 8.1, da bin ich jetzt gerade irgendwie auf der Tastatur. Weil die liegt gerade vor mir. Irgendwie auf diese... Boah, ich hasse dieses Windows-Dingens-Menü. Ihr wisst schon, was ich meine. Generell dieses Menü, wo halt, ne, dieses Handy-Menü-Zeugs halt... Keine Ahnung, wie man dieses Menü nennt. Wo halt alle möglichen Apps halt aufgelistet sind und sowas. Dieses App-Menü ist wirklich so schwachsinnig. Ich mag das nicht. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeige sie mir. Also selten sind die jetzt gerade auch nicht. Außer eins, Lumpy. Den Rest kannst du auch so fangen. Shoya möchte kämpfen. Phlegmon. Fight! Okay, Kabata macht immer noch keinen Schaden, von daher kann ich jetzt, glaube ich, wirklich die ganze Zeit auf Lumpy wechseln, dass sich die beiden halt immer die EP halt mal teilen. Yay, Volltreffer! Es hat ganze, ich weiß nicht, 5 Schaden gemacht? 4 Schaden gemacht? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ah, sollte ich mir merken, gegen Fleck... Ah ja, Fleckmann ist, glaube ich, auch ein Wasser-Pokémon, ne? Von daher ist es jetzt halt auch effektiv. Die Klasse reicht Level 16. So. Aber generell ist es, glaube ich, echt schwer, einen Kabuto zu leveln. Ma. So, das Phlegmon dürfte jetzt auch Geschichte sein. Nice. Pokémaniac, Scheuer wurde besiegt. Oh, Gua, ich habe verloren. Ich drehe durch. Erstellst du ein Pokédex? Ich habe einen heißen Tipp für dich. Und Wanderer Tom auf Route 33 ist sehr freundlich. Er ruft dich an, wenn er seltene Pokémon sieht. Ja, stimmt, irgendwer hat uns ja schon mal angerufen, aber da habe ich ja eh dann, ne... Bis ich da dann halt damit vergeht eine halbe Stunde. Ich kenne die Stärken und Schwächen meiner Pokémon, aber ich setze nur einen Pokémon-Typ ein. Ja, dann bist du halt auch einfach nur dumm. Was haben wir hier? Können wir da nicht durch? Die Tür ist verschlossen. Bis hierher und nicht weiter. Alles klar. Dann gehen wir halt nicht weiter. Okay, das war's auch schon hier.